Im Februar wurde hier noch gebaggert. Rechtzeitig zur Bergkirchweih wäre das Gelände fertig gewesen. Dann machte die Pandemie Erlangen einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem können sich die neuen Bereiche sehen lassen. Im dritten Sanierungsabschnitt wurden der Henninger und der Hofbräukeller in Angriff genommen. Wir haben hier an der Bergkirchweih Geländersanierungen vorgenommen, um die Veranstaltung sicherer zu machen. Haben versucht, wirklich auch den Baumschutz zu gewährleisten. Es gibt ein neues Dach hier. Wir haben über 8 Tonnen Stahl allein im Dach verbaut. Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro. Im Zuge der Arbeiten mussten am Henninger Keller 2 Bäume weichen. Sie standen zu nah an Stützwänden, die ebenfalls erneuert wurden. Als Ersatz wurden 5 neue Bäume gepflanzt. Zusätzlich soll ein spezielles Substrat den alten und neuen Bäumen frischen Schwung geben. Also wir haben bodenverbessernde Maßnahmen durchgeführt. Das bedeutet, es wurden per Druckluft relativ kleine Löcher gestanzt, gedrückt, in die Nährstoffe mit reingeblasen wurden, als das Loch dann vorhanden war. Es geht da hauptsächlich um die Aufnahme von Nährstoffen, um das wieder zu erleichtern und verfügbar zu machen, weil die Böden sind sehr mager, es ist ein sehr sandiger Boden, den wir hier haben. Der Boden könnte durchaus vom ausgefallenen Fest profitiert haben. Er bleibt lockerer und lässt mehr Nährstoffe durch. Die Verantwortlichen kann das zwar nicht trösten, trotzdem planen sie schon die nächsten Schritte. Wir haben an 7 verschiedenen Stellen hier am Bergkirchweih-Gelände geplant, Geländersanierungen zu machen. Wie auch an diesem Keller sind die Voraussetzungen so, dass wir hier auf 1,10 Meter Höhe gehen, um gegen Absturz abzusichern. Wir haben 2 Kilonewton, das heißt 200 Kilo pro Meter halten diese Geländer stand, dass man auch bei Musikbetrieb hier sicher feiern kann. Und das wollen wir auch an verschiedensten anderen Stellen so umsetzen, dass wir einfach eine sichere Bergkirchweih gewährleisten können. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass die nächste Bergkirchweih termingerecht stattfinden kann. Zusätzlich zu den Geländern werden derzeit noch die Beleuchtungsanlagen erneuert. Nächstes Jahr soll dann der Steinbachkeller nebenan saniert werden. Hier bleibt man optimistisch, dass der Berg 2021 stattfinden kann, und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.